Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gold Rush The Game. Wir sind in Season 3, das größte Update aller Zeiten für Gold Rush The Game, mit ganz vielen Bugfixes, ganz vielen neuen Funktionen, auf die ich gerne mit euch eingehen werde. Unter anderem neue Jahreszeit, neue Season, neue Sachen, die was kosten und was man sonst noch alles machen kann. Das Ding ist, so wie bei der letzten Season auch, wir müssen wieder von vorne anfangen. Das heißt also, das, was wir in den letzten 7 Folgen planiert haben, ist umsonst. Yes! Ansonsten geht's mir gut. Danke. Und ich hatte nur Kaffee, falls ihr euch Sorgen macht. So, also los geht's mit, ja, was machen wir denn jetzt? Kann ich das nicht hier selber ein... Weil ich will ja jetzt nicht, also wenn ich auf ein einfach gehe, dann haben wir diesen 1-Dollar-Mod. Ja, das heißt, wir können alle Maschinen für 1 Dollar kaufen. Das ist ja doof. Und hier kriegen wir das Hilfsnugget, also dieses Goldnugget, was kommt. Und hier Digging Helper. Was ist das denn? Was ist denn Digging Helper? Maschinenfeder, Pressure System. Oh, das ist, glaube ich, auch neu. Wir nehmen mal normal. Du hast deinen ersten Teil der Geschichte gefunden. Okay, das kennen wir schon. Jetzt ist meine Maus weg, das ist nicht gut. Jemand möchte für dich arbeiten. Oh, wir sind noch in unserem alten Claim. Juhu! Wir können ihn doch noch benutzen, der mich ja beruhigt. Season 3. Erster Tag. 34 Grad Fahrenheit. Da müssen wir eben kurz gucken, ob wir da... was wir jetzt noch alles einstellen können, was sich jetzt hier am Spiel geändert hat. Also Sprache Deutsch, Kopfnicken aktiviert. Ach lieber Gott, alles kostet ein. Das können wir auch jetzt nicht aktivieren. Ne? Also für die, die immer mal geglaubt haben, ich könnte cheaten hier. Das ist also definitiv nicht der Fall. Imperial Goldnugget ist aktiviert. Das heißt, wir werden irgendwann so ein Hilfsnugget bekommen. Das lassen wir mal an. Was ist denn Grabhilfe? Achso, das sind diese gelben Linien. Ne? Maschinenausfälle aktiviert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was sie... 34 Grad Fahrenheit, ob das warm oder kalt ist. Und jetzt wurde die Batterie auch noch zerstört, weil wir wahrscheinlich wieder überall die Lichter angelassen haben. Es scheint übrigens... Der Boden scheint noch mit Raureif bedeckt zu sein. Wir müssen mal eben gucken, dass wir überall die Lampen aus haben hier. Steuerung. Hier sind die Lampen aber aus. Und ja, das Schöne bei diesem Spielstand ist jetzt, wir müssen doch nicht von vorne anfangen. Wir behalten unseren Geldstand, können also jetzt da weiter schürfen, wo wir zuletzt aufgehört hatten. Wir müssen aber echt mal aufräumen hier, ne? Hier ist alles durcheinander. Hier ist die Batterie kaputt, da müssen wir also schon mal gleich die Batterie wechseln. Und wir können auch endlich weiterspielen, normal. So, jemand möchte für mich arbeiten, das ist natürlich als erstes mal eben abchecken. Und ihr seht... Was noch neu ist, hier sind jetzt neue Gebäude dazu gekommen. Und ja, ich entdecke das mit euch gemeinsam. Offenbar können wir jetzt hier also die Maschinen auch in der Halle parken, damit die nicht irgendwie im Winter einmotten. Hier haben wir ganz viele Lagerplätze. Das ist auch cool. Da können wir jetzt in Kleinigkeiten, können wir hier Fast Travel auch. Aber wahrscheinlich nur mit dem Fahrzeug, ne? Das ist ja cool. So. Aber, was einige von euch vielleicht dann gerne gehabt hätten, dass ein neuer Claim dazu kommt, der ist, glaube ich, nicht dazu gekommen. Old Arnold. Pine Valley. Und Rivertown kennen wir doch auch schon, oder? Warte mal, jetzt bin ich aber gerade ganz verwirrt. Pine Valley war zuletzt der große, ne? Genau. Old Arnold war der erste. Aber Rivertown. Ach, das war der zweite mit dem Flussbett, wo wir hier oben immer an den Steinen hängen geblieben sind, ne? Ja, genau. Ja, 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 doch, 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 natürlich. Gut. Kurz nachdenken müssen ich. So, Mitarbeiter einstellen, genau. Das machen wir noch in unserem coolen alten Zelt. Auch da hat sich was geändert. Steht hier in den Patch Notes. Stand, also ich habe es überflogen. Oh. Sind das die Unzen pro Season oder was? Hm.
Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ist hier ein Teil der Geschichte? Nein. Gehen wir mal hin. Da haben auch Leute geschrieben, such doch schnell die ganzen Teile, dann hast du 100% dies, das, Leute. Wir sind hier auf der Arbeit, nicht auf der Flucht. Transport wollte ich gar nicht. Bank, gucken wir mal eben, wie der Stand war. Und Arnold. Jo, hier sind wir unterwegs. Ist im Besitz, ist... Gut, so, Kredite. Da müssen wir immer noch zurückbezahlen. Das könnten wir vielleicht mal machen eigentlich, aber naja. Jetzt gucken wir erstmal den Arbeiter. Das Arbeitersystem war ja auch neu und ich habe mich damit noch nicht so ganz angefreundet, wenn ich ehrlich bin. Und einen neuen Mitarbeiter haben wir auch nicht. Also auf meine Fehlinformation. So, Ausfälle. Batterie, Bauteil. Also drei Bauteile sind defekt. Und die müssten wir dann gleich wahrscheinlich erstmal reparieren. Bei den Geschäften sind, glaube ich, keine neuen Teile dazugekommen, ne? Ich glaube nicht. Das waren hier die Basissachen. Ventil für Magnetit. Zapfhahn? Ah, das Magnetitsystem ist ja überarbeitet worden. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Müssen wir auch noch gucken. So, bei den Anhängern hat sich aber, glaube ich, nichts getan. Ne? Neue Ersatzräder. Große Pumpen. Da habt ihr immer geschrieben, du musst, ne, das typische du musst, was ich überhaupt nicht muss. Ich muss eher kacken und sterben. Die großen Generatoren nutzen. Und dann, jetzt mittlerweile sind sogar Leute dazu übergegangen und gesagt, Garderol, ich glaube, das ist anders gemeint. Ich glaube, die meinen mit du musst, dass sie sich das wünschen würden und die können das nicht richtig schreiben. Ne? Zur Info, Garderol, du bist ein bisschen doof, dass du das nicht verstehst. Ne? Mhm. So. Hint Fuel Low. Zwei Batterien. Was ist denn Hint Fuel Low? Okay, pass auf. Wir kaufen mal eben zwei neue Batterien. Und dann gucken wir mal, was Hint Fuel Low ist. Keine Ahnung, was das sein soll. So, Batterie. Warte. Okay. Achso. So, oder. Okay. Wir sollten auch vielleicht mal kurz eine Nacht vorlaufen lassen, weil ihr seht ja lieber Dinge bei Tag. Das Meerschweinchen zum Knuddeln hat sich das auch gewünscht. Und dann sind wir auch schon am zweiten Tag. Es ist so, dass diese Saisons werden 10 Tage laufen. Im Sommer werden die Maschinen teurer, im Winter werden sie wieder günstiger. Und jetzt möchte wieder jemand für mich arbeiten. Arbeiterlöhne 1000, Kreditrückzahlung 31.212. Kubik und Boden verarbeitet. Mhm. Sulu, schau, die Sonne kommt heraus. Gut, ja. Und da müssen wir eben die Maschinen reparieren, denn ohne dieses, jenes können wir das auch nicht. Ist nur die Frage, wir haben ja jetzt die neue Season. Warum haben wir denn jetzt hier... Da ist er doch. Das ist der Herr Ellsworth Krugs. Der sieht auch sehr vertrauenswürdig aus. Ich stimme natürlich an. Und der kann auf der vierten Parzelle hier an so einem Waschrinne kann der arbeiten. Zwei weitere Halter für Schürfmatten. Wechselt Schürfmatten automatisch, wenn sie voll sind? Hä? Warte mal. Verbessern. Wir lassen den auf der ersten Parzelle arbeiten. Oder wir lassen den hier arbeiten, dann sehen wir wenigstens, wo das ist. Aber welche ist denn das jetzt? Wollen wir mal hier jetzt zuweisen. Das ist ja krass, da müssen wir mal aufpassen hier. Achso, Maschinenhandel, wo wir noch gucken, ob da was Neues ist. Oh, der Frankenstein ist günstiger. Oh, Leute. Sollen wir das riskieren?
Soll man das riskieren? Sieben, ja. Nee, der ist nicht günstig. Ach so, genau, kurz erklärt. Es wurde gesagt, Garderol, du bist so dumm, dass es knallt. Du kannst doch einfach den kaufen, der kostet doch nur 419. Ja, aber wir müssen ja, wenn wir den jetzt hier hin transportieren wollen, müssen wir die Parzelle um eins verbessern. Und zwar die hier. Und das kostet uns 350.000. Wir könnten natürlich den Bulldozer wegfahren. Mit dem sind wir jetzt fertig. Und dann den Frankenstein kaufen. Oder? Dann haben wir zwei Frankensteine. Wir haben es getan. Jetzt ist es zu spät. Wenn wir jetzt pleite gehen, sind wir pleite. So. Leute. Das ging ja. Das war ja einfach. So, gucken wir mal, wo der geliefert wurde. Hinten ist er. Und es wurde auch gesagt, dass ich gewünscht... Nee, wo ist er denn? Es wurde sich auch gewünscht, dass ich die Maschinen einfach laufen lasse dann. Wo ist er denn hin? Habe ich den falsch geliefert? Es wurde sich jedenfalls gewünscht, dass wir einfach durchschürfen dann, ne? Also einfach mal anschmeißen. Finde ich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, fürs Zuschauen. Aber habt ihr euch auch 6 Folgen Planieren angeguckt? Also so, how worse could it get be? Transport. Frankenstein. Nee. Das klang schon besser. Gut. Da ist er. Leute, wir haben den zweiten Frankenstein. So, ich habe mal wieder mein Gamepad angeschaltet. Habe auch wieder Kommentare bekommen von... Wir haben ja neue Zuschauer, die darf ich erstmal richtig herzlich begrüßen. Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben neue Zuschauer von einem YouTube-Kollegen bekommen, wo einer der ersten Kommentare, und das finde ich halt immer so ein bisschen traurig, wenn man das mit das erste lesen muss, der dann viel besser sei als ich. Alter, der ist viel besser als du. So, warte mal. Schwupp. Also, herzlich willkommen in meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Da schon wieder einige deabonniert haben, weil das Projekt vermeintlich zu Ende war, war es ja nicht. Wo war man denn jetzt hier? Jedenfalls, bei uns ist das so, dass wir immer staffelweise, also sessionweise aufnehmen. Und dann kann es auch mal sein, dass zwischen zwei Folgen das ein bisschen dauert, bis dann die nächste kommt. Und zwar dann, wenn die Session zu Ende ist. Also, ne, ich erkläre das jetzt nur noch mal kurz am Ende, während wir darüber fahren. Also ich nehme dann meinetwegen, machen wir mal so. Ich nehme dann meinetwegen, 8 Folgen am Stück auf oder 6 Folgen am Stück auf. Und dann werden die im Sendeplan unter tv.gardroll.de eingetragen. Da findet ihr auch die ganzen anderen Sachen wie Airport CEO und Matt Tower Tycoon und die ganzen wunderbaren Spiele auf Gardroll Deluxe. Falls ihr euch immer fragt, warum kommt denn hier von den Sachen nichts mehr? Das läuft ja schon seit schon bald ein Jahr, oder? Auf Gardroll Deluxe. Und ja. Und dann nehme ich das halt auf und dann ist zwischen den Folgen, weil ich ja auch noch andere Sachen mache außer YouTube, ich kann also nicht von YouTube alleine leben, muss ich immer gucken, wann kann ich aufnehmen und auch wann bin ich in der Stimmung dazu. Und ihr merkt gerade, das bin ich, ne? Damit es euch auch Spaß macht und mir auch Spaß macht. Und dann nehme ich auf. Und dann kann ich aber nicht auf Dinge eingehen, die ihr dann geschrieben habt in den Kommentaren. Ich lese aber alle Kommentare und ich gibt halt nicht viele YouTuber, die das tun. Also alle Kommentare lesen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also ich lese jeden Kommentar und versuche dann natürlich auch in der nächsten Staffel, also ich sage da nicht irgendwie, jetzt hat der Hans-Peter Beck hat dies oder jenes geschrieben, sondern
sage dann halt so Dinge wie, ihr habt vorgeschlagen und setzt das dann um, ne? Also, dass ich dann die Kommentare noch auswendig lernen muss. Und ja, dieser Vorschlag kam halt und da wollte ich jetzt eigentlich drauf argumentieren, ja, aber guck mal, es geht ja gar nicht, weil, aber wir sehen ja, es geht doch, denn wir können jetzt mit dem zweiten Frankenstein hier hin. Und dann wurde sich, wie gesagt, gewünscht, dass ich dann, dass wir das dann so machen, dass wir, gehen wir eben kurz einmal hier raus, dass sie die Maschinen dann immer laufen lassen, auch die Anlage immer laufen lassen, weil der Spritverbrauch sei so marginal, dass es gar nicht so schlimm ist. Tja, liebe Leute, ich würde vorschlagen, in der nächsten Folge nehmen wir das Ganze noch in Betrieb. Wir müssen nur mal eben kurz gucken, ob überall auch Sprit und so weiter drin ist. Das ist ja, glaube ich, verkehrt rum. Ne? Der muss ja noch andersrum gefahren werden. Aber so von der Länge her würde das passen. Hier steht auch schon hier direkt zum Tanken, steht das Fass hier direkt daneben. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Ich muss ja noch ans Baggern mich wieder gewöhnen und so. Mal schauen. Also, wir sind soweit. Wir können hier mit Frankenstein und Co. arbeiten. Ich freue mich. Du vielleicht auch. Und wie das aussieht, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne euer Abo wieder aktivieren. Es gibt immer Leute, die, glaube ich, zu früh deabonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.